Könntest du mir bei der Hubschrauberwartung helfen, Sam? Na klar, Tom. Also, ihr hängt den neuen Windsack auf, während wir den Hubschrauber checken. Machen wir, Sam. Okay, Elvis, du rollst den Windsack aus und ich lese die Bedienungsanleitung. Wozu? Das kann doch nicht schwieriger sein als Socken anziehen. Und die ziehe ich jeden Morgen ohne Bedienungsanleitung an. Ich stecke meinen rechten Fuß in die rein, wo R draufsteht, und dann stecke ich meinen linken Fuß in die rein, wo L draufsteht. Man sollte immer zuerst die Anleitung lesen, Elvis. Nur so lassen sich Fehler vermeiden. Bestimmt hast du jetzt vorher nicht die Anleitung gelesen, wie man bei Wind so Anleitungen gut festhalten kann. So, zum ersten Teil unseres Kurses Campen im Freien. Wer von euch weiß, wieso ich das Feuer gerade hier gemacht habe? Ich! Mandy! Weil es hier weit weg genug von den Bäumen ist und auch sonst kann sich nichts entzünden. Das wollte ich gerade sagen. Aber ich war schneller. Ihr wart beide sehr gut. Noch jemand? Ich! Ja, James? Wie viele richtige Feuer hast du schon gelöscht? Viele, James. Ich wette, sie hat nicht so viele Feuer gelöscht wie Onkel Sam. Ich muss ihn schnell anrufen. Sie ist so toll. So, und wer will jetzt bei der Übung Sicherheit beim Grillen helfen? Ich! Nein, ich! Oh, nirgendwo kriege ich hier ein gutes Netz. Wahrscheinlich habe ich Empfang, wenn ich worauf kletter. Sei vorsichtig, Arnold, es ist sehr windig. Das sehe ich, Elvis. Ich kann nicht sehen. Bestimmt wäre es besser, wenn du den Windsack zuerst unten am Mast festzurst und ihn wie eine Flagge raufziehst. Oh, Sam, das ist sehr clever. Brauchtest du die Leiter denn gar nicht, Arnold? Doch, eigentlich ja. Ja, James? Nein, Ellie hat schon eine Menge Feuer gelöscht. Ich glaube, nein, höchstwahrscheinlich nicht so viele wie ich, aber auf jeden Fall sehr viele. Hallo? Ich höre dich nicht, James. Onkel Sam! Oh nein, ich habe schon wieder kein Netz. Na, dann muss ich wohl noch höher raufklettern. Als erstes werden wir mal die Gasflasche an dieses Grillgerät anschließen. Und wir sollten dabei sehr vorsichtig sein. Ganz besonders, wenn Feuer in der Nähe ist. Ich will sie anschließen! Nein, ich will sie anschließen! Nicht das mal, es sind... Halt! Wo ist James? Ich glaube, er ist in die Richtung gegangen, weil er kein Netz hatte. Ah ja. Ihr wartet hier und ihr werdet bitte nichts anrühren. Ich komme gleich wieder. Theater. Ganz ruhig, ganz ruhig. Der Bergsteiger-Erlebnispark brennt lichterloh. Und meine Show ist ruiniert. Der Bergsteiger-Erlebnispark brennt lichterloh. Und die Show von Hauptfeuerwehrmann Steel ist ruiniert. Nur keine Panik, Leute. Bewegt euch weg vom Feuer. Los hierher, Crittenden. Oh, es reicht nicht, Sir. Der Schlauch ist viel zu kurz. Gut, uns bleibt jetzt nur noch eines. Dann tun wir es wie in alten Zeiten. Jeder sucht sich einen Eimer. Wir bilden eine Löschkette von Schäden. Hey, auf. Halt! Vorsicht, was soll denn das? Ich sehe nichts. Also, Team, wir müssen sichergehen, dass alle Leute weg sind. Verstanden, Sam. Tom, im Bergsteiger-Erlebnispark hat sich ein Feuer entwickelt. Wir brauchen den Hubschrauber. Verstanden, Sam. Feuerwehrmann Sam, Sauerstoff 100%. Feuerwehrfrau. Hilfe! Hilfe! Das ist James. James, Norman, ihr müsst jetzt ganz ruhig bleiben und mir folgen. Ich führe euch hier raus. Ist gut, Feuerwehrmann Sam. Alles frei, Sam. Alles frei, Sam.
Alles frei, Tom. Verstanden, Sam. Alle bereit? Wir bilden eine Eimerkette. Genau wie vorhin in der Show. Weiter, 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 reicht den Eimer immer weiter. Weiter, 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 löscht ihn schnell den Brand. Voll, 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 füll den Eimer auf mit Wasser. Halt ihn fest und halt ihn gerade, schnell von Hand zu Hand. Mein Vater wäre sehr stolz auf uns. Das Feuer ist gelöscht. Ist der Peilsender auch justiert, Gareth? Zuerst muss ich was essen. Stärkung geht vor, da bin ich sehr pingelig. Professor Pingeli, ich meine Professor Pickles. Irgendwie finde ich meine Koordinatendaten hier nicht. Ich hab meine. Darf ich vielleicht daran erinnern, dass wir eine Geheimgesellschaft sind? Wir können nicht andauernd Sachen verlieren. Ich empfehle dafür einen Aktenordner. Ich stelle auf das Andromeda-System scharf. Unser Blick geht ins All hinein. Sollten das wirklich die korrekten Daten sein, Professor, dann sehen wir lediglich eine Wolke. Weiter draußen auf See ist die Luft sicher klarer. Ja, natürlich. Wenn wir nur ein paar Kilometer hinauskämen, könnten wir den Blick völlig ungehindert auf unser Ziel richten. Aber wie wollen wir das machen? Eins von denen müsste dafür reichen. Perfekt. Die Ausrüstung in das Boot. Heute Nacht hält uns nichts mehr auf. Und hoch, Penny. Danke, Feuerwehrmann Sam. Entschuldigen muss ich mich aber auch. Ihr zwei müsstet doch wissen, wie gefährlich es bei den Klippen ist, besonders im Dunkeln. So dunkel war's doch gar nicht. Es ist trotzdem ein sehr gefährlicher Ort, Norman. Was wolltet ihr eigentlich hier? Ich denke, am besten sagen wir ihm, wer wir sind. Mach du das ruhig, Norman. Wir sind die Rätsellöser. Man kennt uns auch als Rätselagent Price und Agentin Sparks. Wir lüften jedes noch so mysteriöse Geheimnis in Pontypandy. Wir glauben, dass eine mysteriöse Gruppe den Kontakt zu Außerirdischen sucht. Und sie organisieren die Invasion der Mondmenschen. Verstehe. Wir sind ihnen hierher gefolgt, aber dann ging Norman ein bisschen zu dicht an die Klippen. Wieso ist es denn immer meine Schuld? Weil es meistens deiner ist. Sam, ich weiß ja, du glaubst uns das nicht. Aber sieh dir das an. Was sagst du dazu? Das ist merkwürdig. Kommst du jetzt drauf, Sam? Nein, Penny. Fahr ohne mich zur Wache. Ich begleite die Kinder lieber nach Hause. Und mach ein bisschen mit bei ihrer Untersuchung. Ja! Danke. Und wir werden rudern, was, Granny? In Ordnung. Sind wir jetzt vollzählig? Mehr würden hier nicht reingehen. Und nun auf zur freien Sicht! Die Strömung der Gezeiten ist hier stark. Und wie, Granny? Sehr stark. Dillis und Norman Price hängen in einem Baum fest. In ihrem Auto, über der Schlucht im Wald. Wie bitte? Und nun zu dem Höhepunkt heute. Ihr fliegt alle mit Wallaby 2. Das wird so unglaublich klasse! Ich kann's nicht erwarten. Ich liebe Wallaby 2. Dillis und Norman Price hängen in einem Baum fest, in ihrem Auto, über der Schlucht im Wald. Komm mit, Elvis. Da werde ich deine Hilfe brauchen. Junge Retter, wir gehen zurück ins Zentrum. Was? Ich glaub's einfach nicht. Klar, dass Norman Price uns jetzt den Hubschrauberflug ruiniert. Hier ist alles klar, Tom. Wie weit noch? Over. Die Schlucht liegt vor uns. Over. Das Auto kippt eventuell. Ich werde es zunächst sichern. Und dann holen wir beide, Dillis und Norman, da raus. Sam, Elvis, ich lasse euch jetzt runter. Alles gesichert. Norman und Dillis?
Wir kommen jetzt und holen euch. Schon da. Und nun müsst ihr da drin absolut stillhalten bei dem Öffnen der Türen. Mhm. Bereit, Elvis? 1, 2, 3. So, wir lehnen uns jetzt hinein in das Fahrzeug und machen den Rettungsgurt an euch fest. Können wir? Oh, bitte. Das war's. Ganz ruhig. Alles frei. Zieh uns jetzt rauf. Ellie, wir werden hier gleich Phoenix für die Bergung von Dilles Wagen brauchen. Over. Sam hat schon durchgesagt, du hast den Notfall gemeldet und während der Rettung gar keine Panik bekommen, Norman. Und das verdient eindeutig einen Junge-Retterstern. Ein Stern? Ist nicht zu fassen. Guck doch mal. Glänzt der nicht toll, der Stern? Und den Flug mit Wallaby 2 habe ich auch gekriegt. Die Monster sind... Also wirklich, diese Feuerpatsche war ja viel länger als Penny im Bild zu sehen. Die Kamera liebt meine Feuerpatsche einfach. Ja, aber nicht so sehr wie Penny. Ist doch nicht wichtig, Ellie. Wir haben das Feuer gelöscht, das zählt. Nein, ganz im Gegenteil. Du solltest da auftauchen, Penny. Und doch nicht Elvis Feuerpatsche. Penny, was meinst du? Wollen wir nicht noch Jupiter waschen? Unbedingt. Eine ganz hervorragende Idee, Sam. Links. 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 Nicht runter. Links. Das ist... ja, Mandy, was ist denn? Norman, du klaust dir da einfach Joes U-Boot. Das ist unfair. Oh, lass mich in Ruhe, Mandy. In Wirklichkeit bist du nur sauer, dass ich jetzt gleich das Monster sehen werde und du nicht. Halt! Was war das? Ich wette, das Monster ist gerade vorbeigeschwommen. Norman Price, du wirst jetzt sofort das U-Boot zurückbringen. Entschuldige, ich kann nicht weiter telefonieren, Mandy. Ich bin gerade in wichtiger Monsterjägermission unterwegs. Und so ein U-Boot zu lenken ist schwieriger, als es aussieht. Oh nein, nach links! Nein, stopp! Ach, zurück! Oh. Mandy, rufst du bitte schnell Feuerwehrmann Sam? Es gibt gerade so U-Boot-Probleme. Du hast es kaputt gemacht, nicht wahr, Norman? Ein kleines bisschen, ja. Und, oh. Und es läuft Wasser hier rein. Norman Price hatte bei der Monstersuche einen Unfall. Er sitzt in einem manövrierunfähigen U-Boot. Norman Price hatte bei der Monstersuche einen Unfall. Er sitzt in einem manövrierunfähigen U-Boot. Das sich mit Wasser füllt. Das sich mit Wasser füllt. Ellie, Elvis, ihr zwei fahrt mit Venus an den See. Wir nehmen Hydrus. Verstanden, ja, Sam. Und Penny, du brauchst sicherlich die Taucherausrüstung. Verstanden, Sam.